Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream zu Dead Island 2. Ich hatte gerade mega die Probleme. YouTube hat die nicht gesehen, aber ich hatte gerade mega die Kontrolle, Probleme mit dem Controller, weil der irgendwie nicht richtig reagiert hat. Der hat irgendwie alles doppelt und dreifach gemacht, obwohl er es gar nicht sollte. Da hinten ist schon Gustav und schreit die Luft an. Aber beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Ich muss gerade nochmal die Steuerung gucken. Das war treten. Gut. Das werde ich direkt an dir auch nochmal austesten. Ja, das war treten. Die schönste Taste im ganzen Spiel. Wir wollten heute zu den Behörden und denen sagen, dass wir immun sind. Was ich persönlich nicht für eine gute Idee halte, aber der Charakter offenbar. Oh, hi. Ach nee, das war Günther. Wie konnte ich euch nur verwechseln? Es tut mir leid. Tut mir leid, Günther, dass ich euch verwechselt habe. Ich hatte ja auch letztes Mal einen Schlüssel in der ganzen Mensa hier gesucht. Also wirklich im ganzen Gebäude und nicht gefunden. Hi. Ist hier eine Abkürzung nach unten? Ach, da wartet ja Günther auf mich. Hallo Günther! Na, ich hab dich vermisst! Irgendwie ist dein Kinn weiter oben auf einmal. Hey, ihr! Kommt mal her! Hier gibt's Frischfleisch! Ach, immer wieder ein schöner Anblick. Ne? Die stehen immer gleich unter Strom, die Nachbarn. Oh. Hier geht's weiter. Back on track for this hotel. Nope. Tschüss. Muss gerade mal gucken, wo man war mein Waffenrad. Da war mein Waffenrad. Ich brauche die richtigen Waffen. Ach, du darfst doch nicht den Kopf verlieren, Brigitte. Das ist alles aus. Ach, wie habe ich das Spiel vermisst, die Wochen. Ja, mein Ziel, das Spiel natürlich durchspielen. Und ich will natürlich 100% schaffen. Ich habe beim letzten Stream tatsächlich offenbar 6% insgesamt geholt. Hallo? Irgendwas hat doch gerade hier einen Ruckler gemacht. Aua. Ins Gesicht! Die brauchst du nicht, oder? Den brauchst du auch nicht. Da war eh nicht viel drin. Hallo? Ich wollte doch nur wissen, wie euer Tag war. Braucht doch nicht gleich so rumzappeln. Muss erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Zu lange nicht gespielt. Muss gerade mein Chatfenster anpassen. So. Ich habe es jetzt wieder auf dem PC, aber auf dem PC ist heute irgendwie ein bisschen buggy. Deswegen habe ich nebenbei Handy offen. Die Zombies sind nicht intelligent genug, um da durchzukommen.
I'm Carla, and I'm immune. Perfecto. Just gotta find the Halperin Hotel. Hallo. Das da oben brauchtest du eh nicht. Wie wechsle ich zwischen meinen Geschossen? Wie werfe ich das überhaupt? Ach, mit R1. Hallo. Ja, hoffen wir es mal nicht, ne? Hi! Dir steckt da was im Kopf! Militärvorräte, die hätte ich schon gern. Hier ist eine Werkbank. Vielleicht kann ich an die eine oder andere Waffe verbessern. Naja, zumindest erstmal reparieren. Schade. Aber ich weiß, dass hier eine Werkbank ist. Mach Krabum! Warte mal, wo habe ich eigentlich Karte nochmal? Ich suche gerade die Karte. Das war sie nicht. Da habe ich die Karte. Ich habe einfach nur die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Okay, die Straße runterlaufen, dann an der Kreuzung. Das zweite von links nehmen. Beziehungsweise aus dem Blickwinkel her rechts. Ich würde gerne einmal den Shuriken ausprobieren, aber der ist leider noch nicht bereit. Kann ich einen kurzen Moment warten? Ich habe was Schönes für dich. Ach, du wirfst sogar drei und die machen recht gut Schaden. Naja, die Sachen kannst du behalten. Brauche ich nicht. Hallo, nicht belästigen. Oh, ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Bei den Gehern. Okay, danke. Mit den Molotows. Das wusste ich schon teilweise. Ich hätte nur welche gerne. Ich dachte, wenn ich den Generator anmache, macht der Geräusch und nicht, dass er hier alles unter Strom setzt. Die sind doch 100% schon in dem Ding drin. Habe ich irgendwie, um was anzuzünden? So, erstmal dich weggeschnetzelt. Habe ich dir die Nase abgerissen? Ach, dann halt so. Ich nehme dir mal das Bein da weg. Jetzt brauchst du eh nicht mehr. Ich habe dich getötet, indem ich auf dein Bein gehackt habe. Das ergibt Sinn.
So, hatte ich nicht gerade irgendwas eingesammelt? Ja, hier, eine Aufzeichnung. Hier, Red Spider. Hier von Kayla. Habt ihr den Typen gesehen, diesen Junkie? Ein paar von den Jungs haben infiziertes Blut mit ein bisschen Heroin gemischt. Das High soll unvergleichlich sein. Man schwebt durch ein Meer von Farben und tanzt auf dieser hauchfeinen Linie zwischen Tod und totaler Verzückung. Jedenfalls sagen sie das. Das Zeug heißt Red Spider. Verpiss dich, auf keinen Fall jag ich mir das Blut von diesen Freaks in die Venen. Dann kann ich mich ja gleich umbringen. Hast du die Nachrichten gesehen? Die Leute flippen total aus. Eine Frau, die gebissen wurde, konnte sich noch nicht mal an den Namen ihres Hundes erinnern. Ihren eigenen Hund, Ron. Dann hat sie ihren Hund aufgefressen. Vor laufender Kamera. Ich sag bloß, du bist auf diesen Fake reingefallen. Ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Alles nur Hype. Du weißt doch, wie die Medien sind. Meine Cousine wurde gestern Abend gebissen und es geht ihr gut. Hat mir sogar ein bisschen Blut überlassen, falls du Lust auf einen Trip hast. Ist der Wahnsinn. Das waren ihre Worte? Und ja, und genau vor diesem Wahnsinn habe ich Angst. Treffen an unserer Bank um 5? Ist halt, denn du scheißt in die Hosen. Ich würde mal sagen, der eine liegt da und das ist der andere, der sich mit reingepfiffen hat. Danke für deine Nase. Danke dafür auch noch. Ist das ein Kerl überhaupt? Ja. Ach, immer diese Junkies. Darunter will ich nicht, außer ist es Benzin? Das müsste Benzin sein, oder? Nee, das ist Wasser. Habe ich irgendwo eine Batterie rumfliegen? Dann könnte ich die eventuell alle zusammen grillen. Als ob ihr langsam hochgekrabbelt kommt. Oh, aus der Nähe bringen die Schuriken ja richtig viel. So, ranschleichen. Und jetzt gut werfen. Oh, das ist schön. Das ist wunderschön. Hat überhaupt nicht die Nachbarschaft angelockt. Das war ein schöner Kill. Na, wollt ihr auch noch? Brutzel, brutzel. Ich habe das Timing irgendwie gerade nicht drauf. So, nimm mein Messer. Jetzt du. Ach, du wolltest greifen. Da war ja doch nichts drin als heiße Luft. Jamals Vorräte. Jamals Munition. Muss einen Jamal umnieten. War Jamal eventuell unter den Gebrutzelten hier? Fleischmatsch. What is that? Actually, no. I don't wanna know. Da sind wir zu zweit, Schwester. Da sind wir zu zweit. Karte. In der Richtung bin ich falsch, aber irgendwas scheint er ja trotzdem zu sein. War das die Taschenlampe? Nein, bleib direkt liegen. Ich mag die Shurikens. Oh. Hallo, meine Klauen. Ich habe gehört, wir rennen einmal ganz kurz zur Werkbank zurück und ich verbessere die. Ah, ich kann was herstellen.
Ach ja, die Medikits. Ja, ich kann die unter Strom stellen. Nee, die Schlachterei lasse ich mal drauf. So, was macht die Hochwirksamkeit? Erhöht die Kraft. Oh, das wird jetzt lustig. Ey, Bruder, komm mal her. Mann, Leute, man schließt sein Auto ab, bevor man abhaut. Weiß doch jedes Kind. Oh, ich wollte ja auch so einen geilen Wagen. Der kostet mehr, als ich jemals in meinem Leben haben werde. Die waren doch 100 Pro da drin. Du hast auf einmal ein Loch in deinem Gesicht. Du auch. Ja, die sind auch angesteckt. Was denn sonst? Die Clowns sind toll. Die machen richtig Spaß. Da drin ist alles unter Strom. In dein Gesicht. Alter, sind die Klauen geil. Wenn der drin noch welche leben, ne? Dann Hut ab. Ist hier irgendwo eine Quelle des Stroms, die ich ausschalten kann? Mit einem gezielten Sprung könnte ich es rüber schaffen. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Wie auch immer ich hier jetzt gerade alles in Brand gesteckt habe nebenbei. Das hinterfragen wir einfach mal nicht. Da liegt nur eine Axt. Die können wir liegen lassen. Wir wollen da rein. Hat das irgendwer gehört? Ja, ich glaube, das haben welche gehört. Passt halt immer noch auf seine Security-Station auf. So ein verantwortungsvoller Mann. Alter, ich muss dringend diese Alarmanlage ausschalten. Ah, okay, sie hat sich ausgeschaltet. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Clown mag? Irgendwie muss ich da doch rein können.
Das ist mit Magnetschloss verriegelt. Aber das ist Magnetding, das habe ich doch gerade kaputt gemacht, oder nicht? Ich glaube, ich muss speziellen Schlüssel finden. Okay, da gucke ich gleich. Die leben hier doch niemals noch. Also wenn da drin einer lebt, dann bin ich Gott. Okay, offenbar gucke ich doch erst da unten nach. Aua, ich wurde gerade gewonnen irgendwie. Perfekt. Okay, einen bin ich los. Ich weiß aber noch, dass es zwei waren. Man merkt bei der Taschenlampe echt kaum einen Unterschied, ne? Oh, eine Machete. Ich stelle euch mal das Wasser ab, ne? Ich verbrauche ein bisschen viel. Hat da nicht gerade irgendwas geschrien? In der Rohrzange des Perforators. Na gut. Habe ich irgendwie zwei Listen? Ist hier sonst noch irgendwo was, Udia? Nee, anscheinend ist ja ansonsten nichts. Ich glaube, ich habe langsam genügend von der Nachbarschaft umgebracht. Reicht jetzt auch mal irgendwann. Irgendwann reicht's mit der Nachbarschaft. Ist toll, dass ihr alle gegenseitig helfen wollt, aber man kann es auch übertreiben. Das Schlimme ist, da sind noch mehr von denen. Einmal kurz die Clown. Passt schon. Wieso bist du nicht am Feuer verreckt? Jimmy, erklär's mir. Kann man die einen Clown überhaupt werfen eigentlich? Nö. Hier sind so verdammt viele. Genau, habt mal Spaß miteinander. Nope. Einfach mal komplett vorbeigeworfen.
Ach, danke für den Drink. Den brauche ich jetzt. Die Nachbarn, die sind alle gemein zu mir. Da ist schon wieder einer von denen. Sind alle so arschig. So, ich weiß, dass hier auch einer stand. Irgendwie habe ich nicht verfehlt. Und tschüss. The evac's definitely over. Military might still be around though. Nein. Die kommen halt einfach aus den Gullis, glaube ich, raus. Oh nö, ein Fetti. Hat geklappt. Ich brauche eine Batterie. Die aus dem Auto habe ich kaputt gemacht. Kann aber sein, dass hier irgendwo noch eine Batterie rumliegt. Hier liegt auf jeden Fall genügend Klopapier. Ja, Kinderbriefe. Ich höre. Okay. Ich stapel Briefe alle aus demselben bunten, mit Comicfiguren verzierten Papier. Alle beginnen mit demselben beiden vorgedruckten Sätzen. Schreibt mir einen Brief an eure Eltern. Erzählt ihnen, wie viel Spaß ihr hier habt. Dass ihr es kaum erwarten könnt, sie wiederzusehen. Auf dem zu oberst liegenden Brief in kakeliger Schrift. Hallo Papa! Hier, Mutter, ist es super. Wir machen und gucken Filme auf einem Projektor. Hier sind so viele Kinder, fast mehr als in der Schule. Ich bin froh, weil Daniela auch hier ist. Und wir dürfen den ganzen Tag reden. Nicht wie bei Miss Copa. Eine dicke Dame in fleckigen Kleidern hat gesagt, dass wir bald wegfahren. Es gibt viele Busse und mit denen fahren wir dann zum Strand. Und dann kommt ein großes Boot. Ich war noch nie auf einem Boot. Ich bin schon sehr aufgeregt. Ich hoffe, es geht dir gut und du musst nicht mehr so viel husten. Hast du Peanut gefunden? Bitte vergiss nicht, sie mitzubringen, sonst werde ich immer böse auf dich sein, bis ich 100 Jahre alt bin. Ich drücke und küsse dich ganz fest, Bella. Ach, ich habe nicht mal gesehen, dass das ein Mädchen war. Sonst hätte ich noch mal ein bisschen versucht, höher in die Stimme zu gehen. Ein neuer Golfschläger nehme ich mal. Ich nehme den gleich zum Werfen. Nein. Muss ja irgendwo noch eine weitere Batterie liegen. Ich öffne mal. Hallo Moms. Das ist das dritte Mal, dass ich versuche, euch zu schreiben. Und eigentlich ist das ziemlich sinnlos. Weil die Wölfe ohnehin nicht durchkommen. Aber ihr habt mir beigebracht, dass es gut ist, mit jemandem zu sprechen, wenn man unter Druck steht. Und es hilft mir einfach, mir vorzustellen, dass ihr mir zuhört. Ich bin mir nicht sicher, was ich euch erzählen soll. Wir haben uns in Hotel verschanzt. Und ich fühle mich, als wäre ich irgendwie nicht schick genug gekleidet für diesen Ort. Ich habe eine neue Ausrüstung, die auch funktioniert. Die Bonuszahlungen sprudeln. Die Sicherheitsprotokolle sind professionell und an meiner Seite stehen gute Leute, die immer mit vollem Einsatz bei der Sache sind. Vor allem dafür bin ich wirklich dankbar, denn ohne diese Menschen wäre das alles noch viel härter. Aber die Arbeit, das ist das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt. Nur für meine Mitstreiter halte ich durch. Einer hat mir diesen Witz mit dem Affenzugführer erzählt, das würde jetzt zu weit führen. Aber ich konnte sicher eine Stunde nicht mehr aufhören zu lachen. Sie sagen auch, dass diese Körper keine Menschen mehr sind, nur noch Materie, die entsorgt werden muss. In 1000 gibt es jede Menge davon. Das war's eigentlich schon. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen besser. Danke, Moms.
Tut mir leid, dass ich euch so lange nicht geschrieben habe. Och, wie traurig. Da sind Batterien. Wie konnte ich euch übersehen? Ach, dann ist da einfach nur Strom. Ich dachte, ich würde irgendwas aufmachen damit. Na gut, so hätte man die Menge ausgeschaltet. Und dafür habe ich jetzt um die 10, 20 Minuten vergeudet. Ja, ich habe sie mit dem Tritt erledigt. Nein. Wie auch immer das verfehlt hat. Nein. Ich mag das nicht. Das ist Belästigung. Ich weiß, ich habe einen heißen Körper, aber deswegen muss man mich nicht belästigen. Oh, Schutzabzugier, neuer Gegnertypus. Trotzdem tot. Keeping something out? Or in, looks like. Ich könnte eine Batterie eben kurz holen. Die liegen ja noch da oben. Ah, ich habe noch mal zwei Fans. Ihr seid Polizisten, warum habt ihr sie nicht einfach weggeschossen? Also du zumindest. Ja, ich weiß, du hast ein wunderschönes Gesicht. Das wolltest du mir unbedingt zeigen, ne? Ist aber nett, dass du mir das zeigen wolltest. Ich versuche gerade, dass es quer liegt. Ja. Genau das, was ich wollte. Hat er mir gesagt, du darfst dich aus dem Bereich da entfernen? Hat die denn die Arme abgehackt? Irgendwie fühlen sich die Wurfwaffen OP an. Gefahrstoffe. Ich weiß nicht, was das für eine Folge ist, aber ich habe ihn. Weißt du, wie unhöflich es ist, anderen ihre Innereien zu zeigen? Ich guck mir sofort an. Fähigkeiten. Wo habe ich neue Überlebenskarte? Hier. Okay. Scheinbeinschrapnel. Ziele auf die Knie. Rutschangriffe erhalten einen großen Schadensboost. Und können handelsübliche Zombies in die Luft schleudern. Das klingt lustig. Und standhaft?
Du bist eine Betonmauer. Blocken in rascher Folge Angriff, um einen moderaten Boost für Zähigkeit und Kraft zu erhalten. Ich will das einmal sehen. Geh mal kurz weg. Okay, an dir kann ich es nicht mehr testen. Die kommen manchmal irgendwie von hinten, ohne dass man da einen vorher gesehen hat. So, einmal kann ich das Ding noch werfen. Da war irgendwas Explosives. Ich habe nicht mal gesehen, was. Nein, rein da. Not the welcome I was hoping for. Someone alive? Okay. Das stimmt schon irgendwie, aber wenn einer von denen infiziert ist, ne, und dann da reingeht. Welcome to the Halperin Hotel, where we are dedicated to providing you with the ultimate luxury getaway. For room reservations, press 1. Wedding planning services, press 2. Die 2? For intimate weddings, press 1. For our grand celebration. Would you like to join our platinum membership plan? You'll get exclusive annual. Hello, welcome to the Halperin Hotel, where we are. Der wusste nicht, was er haben wollte. Die kommen sogar aus den Luftschächten. Ekelhaft. Alter, wie viel kann ich denn hier auf der Ersatzbank haben? Hier ist auch noch mal eine Batterie. Krieg ich doch nicht ohne Grund. Bisschen Bargeld. Irgendwas vom Militärkurier. Die Tür kann ich komischerweise nicht öffnen. Für irgendwas brauche ich die. Ich nehme die mit. Ich gucke da gleich durch. Ich werde erst noch den Rest hier angucken. Okay, ich habe den Aufzug gefunden, aber ich glaube, der ist kaputt. Mann, ey. Wir müssen dies mit dem Ketchup übertreiben. Überall fliegt der rum. Ich glaube, ich sehe da Schlüssel. Schließfach Schlüssel Nummer 9. Dann schaue ich da mal durchs Fenster. Radio. Alright. I can make contact once I get this door open. Did I do? Hey Major, I could use some help. I'll come find you. Don't kill me. Okay. Hochzeitseinladung. Auf dicken Blütenpapier ein geschmackvoll ausgefüllter Schriftzug an den Rändern Aquarellblumenmuster. Feiert mit uns die Hochzeit von Becky Russo und Aiden O'Connor. Keine Ahnung, wer die sind. Am Samstag, den 22. Juni um 13 Uhr in Halperin Hotel Los Angeles. Trauung im Hochzeitsgarten, anschließend Empfang. Military didn't want anybody getting through this door. Ja, diese Hochzeitsparty war wichtig. Ich sehe jetzt auch nicht, dass dort einer drin ist. Das sollte eigentlich eine freie Zone sein. Nein! Huh.
word with this crazy major. Da unten muss ich hin. Warte mal, Karte. Ja, genau, da unten. Oh, ich hätte jetzt gerne einen Schluck. Irgendwie muss man ja den ganzen Scheiß hier aushalten. Da ist abgeschlossen. Where were they taking all these bodies? Untersuchen eventuell. Das wäre so eine Vorstellung, was die damit machen könnten. Eventuell zumindest den Impfstoff halt so finden. Nur von der anderen Seite, okay. Die kommen da aus den Insekten gleich rausgekrabbelt. Hijo de puta. The fuck is this shit? Wer hat den Pool denn nicht gereinigt? We're supposed to be evacuating people. What happened? Also wenn hier schon so eine Todesfalle ist, nutze ich sie natürlich für mich. Ich muss ja nicht mal irgendwas reinschmeißen. Aber ich sollte definitiv aufpassen, dass ich da nicht reinkomme. Jemand hat den Poolreiniger gefeuert. Ja, da, irgendwelche Substanzen sind ausgelaufen. Und sobald es für irgendwas Chemisches ist, raus aus dem Wasser. Da komme ich nicht durch. Ist lustig, wie ich genau einen Schaden habe. Was ist das für ein komisches Zeug? Das Teil kann ich eh nicht öffnen. Ich wollte da erst dran, aber dann habe ich gesehen, dass ich es gar nicht öffnen kann. Da habe ich es dann lieber gelassen. Hast du das nicht richtig sauber gemacht? Hm? Hast du beim Job geschlafen? Warum nehme ich aus der Registrierkasse nur ein Draht mit und nicht direkt das Geld, was drin ist? Auch wenn es eh keinen Wert mehr im eigentlichen Sinne hat. Wie soll ich denn den Hotelpool inspizieren? Pumping the crap out of the pool. Why though? Was ist das überhaupt für ein Scheißzeug? Caustic E6. Sagt mir jetzt auch nicht, was das ist. Ich versuche gerade darauf zu lesen, was das eventuell ist. Es muss irgendeine Art von Säure sein. Flushing it all straight down the drain. Classy. Ja, sehr intelligent. Ja, im Pool selbst kann ich nichts nachgucken.
Irgendeine Sache muss ich noch untersuchen hier. Ah, hier. Ich kann ja mal, könnt ihr mal googeln, was das ist. Caustic X? Some kind of industrial solvent. So much of it. Einen Moment. Oh my God. The military were dissolving bodies and they pumped it all down the drain. This is fucking fucked. Wir hinterfragen einfach nicht, was die machen. Totally loca. Did she set up all this fucking body horror? Oh! Ich habe nicht gesehen, dass da Leute kommen. Ich wollte eben kurz gucken, was dieses Caustic X ist. Aber ich finde nichts. Ich habe jetzt nur schnell auf die Escape-Taste gedrückt. Oh. Hey, Zombies. Ich weiß gar nicht, wo kommt überhaupt jetzt gerade her. Rein da! Rein da! Wann auch immer das passiert ist. Kannst direkt wieder zurück. Nein? Oh yeah, Party! Da ist noch mal so ein Ding umgekippt. Ist ein bisschen anstrengend gegen so viel auf einmal. Geh mal da rein. Nein, du sollst dir das da angucken. Ja, fein. Das heißt, es muss irgendein Lösungsmittel sein, aber ich habe keine Ahnung, was für eins. Room 307. Gotta find her if I wanna make contact. Kann ich das Zeug eventuell so neutralisieren? Ich kann's damit wegmachen. Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber ich dreh dich weg. Wo sind die gerade generell hergekommen? Das habe ich ja nicht mehr mitbekommen. Ach, die sind da durchgestürmt. Und offenbar auch hier durch. Gut ist, hier ist eine Werkbank. Frag mich, wie viel kann ich tragen? Das Waffenrad, das ist zwar schon voll, aber es wird nicht leerer. Also ich kann da immer und immer mehr dazu packen, obwohl es eigentlich voll ist. Ich repariere gleich mein Zeug. Ich glaube, 3 Waffen kann ich noch mitnehmen. Ist eigentlich schön, hier so einen geschützten Raum zu haben. Oh, hi.
Darf ich dir meine Feueraxt vorstellen? Alter, habe ich ihn in zwei Hälften geteilt? Guck ich doch direkt, ob ich was draufpacken kann. Ansonsten liegt hier nichts, oder? Nö. Oh, ich hätte jetzt Bock auf einen Slushy. So, nochmal da rein. Eben kurz das Offiziersschwert und eventuell die Axt. An der Werkbank bearbeiten. Was hat es mit den Herausforderungen auf sich? Okay. Wo sind diese einen? Da. Okay. Kaustikschaden heißt das Zeug. Ach ja, das hier müssen wir auch noch einmal lesen. Halbrin Hotel virtuelle Angestellte. Ach nee, das haben wir gerade eben ja gehört. Entschuldigung. Kurz Moment, nicht nachgedacht. Jetzt weiß ich auch endlich, wie ich das hier nutzen kann. Ich hätte das ja vorher beim letzten Stream gar nicht gemerkt, wie nutze ich den Scheiß. Warte mal. Wenn, dann stilvoll. Und zwar mit den Krallen. Da machen wir mal auf. Jetzt habe ich die Batterie nicht mehr mitgenommen. Was hat die für Probleme? Und damit meine ich sowohl den Mayor als auch den Charakter. Okay. Ein Grenadier. Eventuell kann ich denen diese Granaten abnehmen. Lohnt sich es für einen Zombie eben kurz nochmal eine Batterie zu holen? Eher nicht, ne? Nee, das ist irgendwie schief gegangen. Okay, das ist einer von diesen One-Hittern. Warte mal. Ja, komm her. Ein Bein ist sie schon mal los. Mein Plan war eigentlich ein bisschen anders. Die Hochzeit lief, glaube ich, nicht so wie erwartet. So, was liegt denn hier Schönes? Wenn ich gewusst hätte, dass es einer von den One-Hit-Kameraden ist. Ja, du hast dir die Hochzeit auch anders vorgestellt. Dann hätte ich eventuell doch nochmal die Batterie geholt. Okay. Geiler. Oh mein Gott, alles ist schief gelaufen. Oh Scheiße, was ist passiert? Sag schon, ist es das hier?
Nein, die Hochzeit. Der Pfarrer war schon beim Schlusswort. Da fliegt die Tür auf und eine halbe Armee marschiert ein. Haben alle rausgeschmissen. Das Hotel ist jetzt ein Evakuierungszentrum. Das kann doch nicht sein. Die sind einfach reingeplatzt. Ihr habt dieser Mayor Booker hat zu meiner Schwester gesagt, sie sollten sich doch in Reno trauen lassen. Lol. Und das hat sie überlebt? Wow, wenigstens werdet ihr dann schnell evakuiert. Die im Chat sagen, das Virus soll die Hölle sein. Ja, aber Miss Becky hat sich in ihrem Zimmer eingesperrt und weigert sich zu gehen, bevor sie verheiratet ist. Wundert mich, dass das Hotel noch steht. Mal im Ernst, ich muss zurück und dann ein bisschen helfen, bevor Mom den Verstand verliert. Alles klar, sehen wir uns nächste Woche in Madison? Die hatten auch keine Probleme, ne? Ich muss den Generator ausmachen. Vielleicht wäre es doch schlau, noch mal eben kurz eine Batterie zu holen. Yes, stairs. I need room 307. Ich gönn mir. Hier ist irgendwie keiner. Ah, zumindest was zum Werfen. Werfe ich, falls da wieder so ein Explosiver ist. Tot. Naja, war es schon tot, aber du weißt, was ich meine. Toll, jetzt darf ich mir was Neues holen. Danke dafür. Ich will gucken, dass ich nichts übersehe. Leute, ich habe kein Spiegelbild. Ich bin ein Vampir. Mir gefällt es nicht, dass hier alles so dunkel ist. Ist das die 307? Nee. Nur der Waschschrank. Sind wohl nicht fertig geworden mit der Wäsche. Mann, wie viel Schlüssel brauche ich denn noch? Ich brauche 10 Milliarden Schlüssel, die ich alle nicht finde. Das Ding platzt jetzt. Gut, dann gehe ich halt ohne. Warte mal. Gezielt. Einmal kurz anhusten. Das war irre laut. Okay, jetzt weiß ich ja, dass das Teil funktioniert. Näher rangehen. Und reinwerfen. So, mit einem komme ich locker klar.
Kann ich ja immer wieder so ins Gesicht stechen. Mein Hund dreht hier gerade am Zeiger. Ein Moment, Leute. Oh, hier hängt eine Notiz. Okay, die ist ein bisschen länger. Ich werde warten, heißt sie. Wenn ich weiterhin so viel nichts finde, habe ich bald keine Hand mehr frei, um all die genialen Dinge zu schleppen, die sich ganz sicher hier irgendwo verbergen. Puh, ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Glück als ich. Sieht so aus, als wäre hier schon jemand gewesen. Ich gehe jetzt nach oben. Vielleicht finde ich da ja noch was. Ich kann wahrscheinlich durch den Aufzugsschacht nach oben klettern. Wir sehen uns, ganz schlechte Idee. Ich werde warten. Du bist so ein Idiot. Ich kann es nicht fassen, dass du mir mitten in der Zompokalypse solche Streiche spielst. Die hätten mir beinahe in den Arsch gebissen. Ich versucht habe, den Schacht hinaufzuklettern. Das klingt witziger, als es war. Und du kriegst dich vor Lachen wahrscheinlich gerade nicht mehr ein. Ich sehe mich nochmal hier um. Wir wissen ja, wer in dieser Beziehung ein Auge fürs Sistal hat. Außerdem hat der Herr dann Zeit, über seine Verfehlung nachzudenken und zu bereuen. Wir können uns also hier treffen. Oder du sagst mir, wohin ich kommen soll. Und wage es nicht, mich nochmal zu verarschen. Das ist jetzt nicht mehr lustig, Calvin. Bitte komm zurück. Ich gehe nicht ohne dich. Ich liebe dich. Oh. Es war offensichtlich. Lockt ihr es auch, das lockt ihr einfach während des Kampfes ab. Einzeln sind sie easy. Noch ein Schließfachschlüssel. Na gut, hat sich gelohnt. Nehmen wir einfach den Proteinriegel hier und dann passt das. Na, jetzt habe ich diese Rutschattacke noch gar nicht ausprobiert. Aus der Richtung kam ich. Chemiebombe. Oh. Lockt Zombies an. Löst durch Nest aus. Okay. Also so gesehen Wasser zum Mitnehmen. Brauche ich auch, um das da zu löschen. Ich hoffe, das regeneriert schnell. Go around or try and put it out. So siehst du aus. Ein Bekloppter. Bei denen ist wahrscheinlich schlau, die Chemiebombe zu werfen, damit die aus sind. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Ich habe nichts mit dem zu tun, Ma'am. Da kam die dicke Bertha. Sie wollte einfach nur in Ruhe einen Haufen legen. Und wurde selber zum Haufen. Viele werden ja mit so einer Situation ja auch einfach viel zu überfordert, ne? Deswegen würden die meisten sterben. Es gibt auch so eine offizielle Liste, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Menschen überleben könnten bei so einer Apokalypse. Je nachdem, was für Zombies man hat. Also ob man diese schnellen hat, diese lauten, die nur so schlürfen können.
halt all das. Da gibt es tatsächlich irgendwie so eine Rankingliste. Ich finde die Chemiebombe ist ganz praktisch. Die Schuhe können es aber auch. So eine gute Nahkampfwaffe, weil die echt gut Schaden machen. Er war durchgehend darauf gefasst, dass die aus diesen Schränken rauskommen können. Hatten wohl gedacht, dann werden sie sicher. Aber den Läufern einfach die Beine abpacken. Jetzt seid ihr nass. Wie ist das passiert? Da war wohl wieder irgendwo ein Kasten, den ich nicht gesehen habe. Während da das Feuer lodert, gucke ich hier mal. Mann, hättet ihr euch nicht ein bisschen zurückhalten können? Ich weiß, es war eure Hochzeitsnacht, aber trotzdem. Hier fliegen schon überall die Fliegen rum, weil ihr so rumgesaut habt. Doch nicht mehr normal. Ja, war klar, dass einer drin ist. Was hast du denn da gemacht? Hast du deine Frau durch den Häcksler geworfen? Also wenn du was gegen deine Frau hast, schön und gut, aber wirf sie nicht durch den Häcksler. Okay, da hat eine Aggression gezeigt. Easy. Bei diesen Kanistern muss man aufpassen. Wenn ich die mit elektrischen Waffen treffe, dann können die halt hochgehen. Aua! Okay, vielleicht sollte ich die da wieder voneinander trennen. Obwohl, nee, das scheint damit nichts zu tun zu haben. Einfach durch. Für einen Baseballschläger. Aua.
Steh unter Strom, Leute. Der Energy Drink war's wert. Nein, war's nicht, Leute. Oh, ich habe einen lustigen Einfall. That's a way up. I wanna get zapped, though. Kabumsa, in dein Gesicht. Nachricht für die Techniker. Wer auch immer sich um dieses Chaos kümmert, muss sich unbedingt vor den offenen Leitungen im Auszugsschacht in Acht nehmen. Der Sicherungskasten befindet sich neben der Tür. Aber die Räume 201 und 203 hängen am selben Kreislauf. Also passen Sie auf, damit Sie Ihre Freunde von der Armee nicht verärgern, wenn Sie den Strom abstellen. Karl. Ach, immer dieser Karl. Ah, was geht? Alles warm bei dir? Ich sehe einen Bauplan. Nahkampf-Einschläger-Mod. Was davon fehlt mir gerade? Mir fehlt eine Legierung, verdammt. Liegt hier zufällig eine Legierung? Ja. Und ein bisschen Schrott. Das Teil war stärker. Natürlich kann ich auch ein paar Sachen. Ich meine, die Dinger teilen sich alles ein Teil. Kann ich aber nicht eine oder andere Waffe einlagern, die ich eventuell später verbessern will. Ich guck mal, welche Waffen kann ich gerade nicht verbessern. Ach, bei den Äxten kann ich jetzt hier diese Einschläger-Dinger draufpacken. Das Hackmesser kann ich unter anderem nicht verbessern. So, den Schraubenschlüssel kann ich wieder mitnehmen. Jetzt habe ich nur verbesserte Waffen bei mir. So. Die 201 und der 203 ist der Verteilerkasten. Hieß es. Da oben ist jetzt aber nicht gemeint, ne? Ach, hier! That might have been the power. Nailed it. Ist das eine gute Idee? Also da hoch muss ich. Ich will aber erstmal gucken, was dort ist. Hier geht's nur runter. Okay, hier ist ansonsten nichts. No time for sightseeing. I gotta make contact with at least one of these mystery voices. Ach, hier käme ich hinterher wieder raus. So, 307.
Was, wenn ich genau den Kopf treffe? Der fliegt dann trotzdem in die Luft. Ich würde gerne einen versuchen, von denen umzubringen, ohne dass die in die Luft fliegen. Muss ich aber eine Waffe nehmen, die nicht diesen Explosionsschaden hat. Komm, ich probiere mal das aus. Da habe ich einen neuen Mod. Oh, hier ist es wenigstens schön hell. Beautiful. And sad. Ja, schon irgendwie, ne? Or whatever the major's been yelling at. Definitely smashing these. Was kann ich kaputt schlagen? Irgendwas passiert mit unserem Charakter. Pick up the pace, Carla. Die wird langsam zum lebenden Zombie. Die braucht den Virus nicht dafür. Eindeutig kommt da was. Okay, doch nicht. Stupid door. You can't stop me. Hmm. Da kann ich nicht durch. Die Herausforderung ist zur Hälfte abgeschlossen. Was? Brauche ich selber jetzt Granaten, um da durchzukommen? Ach so. Oh nein, das ist doch zum Scheitern verurteilt. Ja, I'm unstoppable. It's just a small enclosed space with no room to maneuver or breathe. Barely. Wenn hier ein Zombie ist, das wird grausig. Und hier wird einer drin sein. Deswegen halte ich den Schlag schon mal bereit. Im schlimmsten Fall ein Grenadier. Sag ich doch. In der anderen Richtung auch? Nein, nur in der Richtung. Das war ein guter Treffer. Ich hab's geschafft. Ich habe einen Grenadier umgebracht, ohne die Granaten hochzujagen. Bleib weg von mir. Hat den Kollegen mitgefetzt. Okay, hat aber keinen sonderlichen Vorteil, die nicht in die Luft zu jagen. Zumindest, wenn ich weiter wegstehe. Ich wollte halt nur mal wissen, ob ich eventuell eine der Granaten nehmen kann, wenn die am Leben bleiben. Aber nein, kann ich nicht. Oh nein. Das ist ein Säurekanister. Heiße Füße.
Es ist mir egal, wenn es nicht alle schaffen zu kommen. Es ist mir egal, wenn überall im Hotel Soldaten rumlaufen. Es wäre mir sogar egal, wenn diese Bitch uns während der gesamten Zeremonie anbrüllt. Als ich dich gefragt habe, ob du mich heiraten willst, wollte ich das, während ich den Tag bekommen, den wir uns so sehr verdient haben. Den Tag, an dem wir alle Welt zeigen, dass unsere Liebe stärker ist als alles, was das Leben an uns antun kann. Nicht mal das Ende der Welt kann uns aufhalten, Babe. Ich weigere mich aufzugeben. Lass es uns tun. Lass uns heiraten. Ah, die hatten nicht kalte Füße, sondern heiße Füße, die Frau. Die wollte es unbedingt. Hallo? Ja, hier hat jemand gewütet. Aber ordentlich. Ich will einmal so einen Säulekanister jemand ins Gesicht schmeißen. Echt viel Bargeld. Ich hoffe, der Frau geht's gut. Auch wenn die leicht einen an der Waffel hat, man hofft natürlich trotzdem für ihre Gesundheit. Okay, die Säure macht mir nicht mal ansatzweise so viel Schaden, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, Säure wäre richtig schlimm. Ach, wenn du allein bist, juckst du mich nicht. Das ist eine andere Geschichte. Bloß nicht den Kopf verlieren, mein Freund. Die nächste Abstellkammer. Ja, aber erst muss ich in die 306. Hier war einer bereit, Spaß zu haben. Und zwar die richtige Art von Spaß. Apokalypse-Löffelliste. Eine handausgedruckte Liste auf buntem Papier, die offenbar später handschriftlich ergänzt wurde. Löffelliste von Conny und Alana. Apokalypse-Edition. Partner-Tattoos stechen lassen. Immer noch möglich. Ich hatte mal was mit einem Tätowierer. Ein Spa-Wochenende buchen. Mit tollem Schnaps besaufen. Beides abgehakt. In einem schicken Hotel absteigen. Mit gratis Zimmerservice, Baby. An einer Weinverkostung teilnehmen. Ein Selfie mit dem Hollywood-Logo machen. Dieselben Stilettos kaufen, die richtig schicken mit den roten Sohlen. Den ganzen Tag in durchgeknallten Kostümen verbringen. Ist einfach zu heiß. Einen Pole-Dancing-Kurs pflegen. Da kann uns keiner ausbauen, wenn wir es versemmeln. Ein Cabrio ausleihen und damit auf Tour gehen. Ihr hattet eine gute Liste. Wo man sieht, dass ihr sie befolgt habt. Man sieht es. Aber wenigstens hatten sie Spaß, bevor es zu Ende ging. So, was habt ihr denn hier denn noch versucht zu treiben? Ich hoffe mal wirklich, dass es dem Mayor gut geht. Schluss mit lustig. Einsatzregeln an General Redding. General Redding, ich wende mich an Sie.
Nachdem ich beinahe 5 Stunden mit dem Verfassen von Kondolenzschreiben an die Eltern von 9 Soldaten verbracht habe, die unter meinem Kommando standen, diese Männer und Frauen kamen laut Protokoll durch Unfälle während des Umgangs mit Infizierten ums Leben. Ich möchte offiziell Einspruch gegen den Terminus Unfall erheben, denn dies impliziert, dass diese Vorfälle nicht hätten verhindert werden können. Dies ist aber nicht korrekt, denn das Militär hätte durchaus etwas tun können, um alle diese Soldaten zu retten. Würden wir hier gegen einen zivilisierten Feind ankämpfen, wären die geltenden Einsatzregeln absolut sinnvoll. Aber diese Infizierten sind nicht zivilisiert. Das sind Tiere. Wir müssen sie also entsprechend behandeln und uns eingestehen, dass die Einsatzregeln nicht auf Tiere angewandt werden können. Es darf keinen Spielraum mehr für Zögerlichkeiten und Skrupel geben. Wir müssen jeden Infizierten exekutieren, und zwar noch vor vorzeugender Vollverhandlung. Wenn wir den Einsatzregeln jetzt nicht angleichen konnten, könnten wir alles verlieren. Mit freundlichen Grüßen, Major Jettes Booker. Die Frau. Die weiß, wie man kämpft. Ah, there you are. Sorry, I gotta get back to the radio in the ballroom. Any chance you got the key? The master key. Well, be seeing ya. Getting to that radio before whatever got you finds me too. War das denn der Mayor, der hier liegt? Es könnte auch sein, dass der gut geht. Und sie stattdessen hier einfach was abgeschlachtet hat. Ist doch auch ein Ding der Möglichkeit. Also das Ding, was das erledigt hat, werden wir 100 Pro treffen. Bevor du von hinten kommst, komm her. Ich mag keine Überraschungen von hinten. Lebe lang und im Frieden. Ich mach dir den Spock. Also das Crafting fand ich bei den älteren Dead Island Spielen viel cooler. Da konnte man richtig coole Waffen basteln. Hier ist es einfach nur, ja, ich packe Elektrizität drauf. Das brauche ich wahrscheinlich. Ich weiß, was passieren wird. Okay. Wo muss ich den Strom anschließen? Ja, ich muss das mit dem Wasserkanister machen. Passt dann schon. Es hat Strom. Ich sehe nicht, dass da was drin ist. Hallo? Ich glaube, da ist das, was den Mayor erledigt hat. Ich weiß, was ich tun werde. That took forever. I'm
Hallo? Er hat doch gerade eben noch irgendwas gegen die Tür geböllert. Ich glaub dir nicht, dass da nichts ist. Ihr muss doch irgendwo das sein, was hier gerade gegen die Tür geschlagen hat. Ich kann doch nicht einfach weg sein. Oh, was für eine coole Gitarre. Lass mich die mitnehmen. Ich gönn mir mal, ne? Einen Moment. Ich versuch's schnell. You hear my message? Where are you? I'm in Bel Air. Name's Carla. I'm trying to find the authorities. Well, you sort of have. I'm part of the CDC team in LA. I was anyway. Are you, do you think you might be infected? Oh man, you're gonna love this. I got bitten, but it was chill. Got better after a couple hours. You got bit? Oh my god. So yeah, I'm immune. That's worth something to someone, right? Oh, it's worth something, all right. We've been looking for you. Well, someone like you for our vaccine program. Whoa. Gotta go. Hey, wait! I need you! You have to get here! Hello? Hello? You okay? Ich hab die Braut gefunden! Ich glaube, die Braut ist angepisst. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber sie ist angepisst. Oh. Wo ist Elektrizität gewesen? Du hast den Mayer ausgeschaltet, definitiv. Ha! Okay, der Dropkick interessiert die nicht. Wo ist Elektrizität da? Hilfe! Vielleicht kann ich sie ja da drunter locken. Ja, komm her, meine Schönheit. Komm her! Aua! Was bist du denn für eine Monsterbraut? Ich weiß ja zumindest, wie ich dem ausweiche. Warte mal. Die Klauen, die bringen hier nichts. Ich versuche mal was anderes. Juckt nicht. Ja, komm. Ja, sie steht unter Strom. Und direkt das hier noch, da oben drauf. Alter, das juckt sie halt einfach nicht. Wo kommst du denn her? Hau ab! Kann ich hier gerade überhaupt nicht gebrauchen. Ich kann da auch nichts brechen, der... ach, da kommt der her. Wenigstens behinderst du deine Freunde. Komm, latsch ins Feuer. Latsch da rein. Ja, so ist es fein. Ich kann nämlich nicht zurück.
Okay, es ist sauer. Schnee. Die anderen Zombies, die nerven mich gerade ein bisschen. Und deswegen versaut der Braut nicht den Hochzeitstag. Sonst noch wer? Tschüss. Big badass zombie jumped me out of nowhere. I'm okay though. Listen, I'm all on for Santa Monica, but I gotta make another stop first. I'll be in touch, okay? Yeah, okay. It's vital you stay alive. No fucking shit. All right, back to Emma's. Also war das da oben auf jeden Fall der Mayor. Sieht so aus, als wäre ich hier fertig. Neue Fähigkeit, Sprungtritt. Und diesen Schlachtruf. Das bringt mir auch so viel, ne? Ich spiele Solo. Das hier habe ich bisher nicht einmal genutzt, ne? Pack lieber wieder das hier drauf, das bringt mir wesentlich mehr. Oh, ich habe jetzt einen Sprungtritt. Einfach nur ein mächtiger Tritt. Keine Ahnung, muss ich ausprobieren. Getting to Santa Monica will be easy with a whole bunch of us. Yeah. Yeah, this is gonna work. So, ich will das jetzt direkt an einen von euch hier testen. Nein, der Tritt, also der andere gefällt mir mehr. Weil das die auch wirklich wegjietet. So, einmal kurz will ich diesen, diese Grätsche ausprobieren. Okay, hab sie ausprobiert. Der Block ist trotzdem wesentlich geiler. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.